Basiskursoptionsstrategien. Das ist ein Einstieg in die Welt des Optionshandels. Der Basiskurs Optionsstrategien erklärt dir in kurzen, anschaulichen Videos, wie du den Einstieg in einen profitablen Börsenhandel schaffen kannst. Komm in mein Team und werde auch du ein erfolgreicher Optionsstratege. Ich freue mich auf dich. Basiskurs Optionsstrategien. Jetzt schnell bestellen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und ja, es ist mal wieder soweit. Interactive Brokers hat mal wieder etwas an der Gebührenschraube gedreht, und zwar was die Marktdatenabos anbelangt. Was es da für Änderungen gibt und was ihr jetzt machen solltet, das gibt's jetzt im Video. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, in den letzten Tagen kamen verstärkt E-Mails von unseren Brokern, das heißt entweder direkt von Interactive Brokers oder von CapTrader oder von Links Broker, wo drin stand, dass die Marktdatenabonnements sich verändert haben. Und da habe ich auch in dem einen oder anderen Forum jetzt gleich wieder ein bisschen einen Aufschrei gehört. Mensch, was das jetzt wieder für eine Dramatik ist, was da jetzt passiert. Und bevor wir uns darüber aber unterhalten, will ich euch erstmal zeigen, was hat sich denn jetzt überhaupt geändert? Was kommen denn jetzt für Kosten auf uns zu? Und ein kleines Fazit gibt es dann hinterher. Ich habe mich jetzt hier einfach mal eingeloggt, und zwar in unser Konto, was wir zum Beispiel im Börsendienst Optionsstrategien auch nutzen oder auch im Webinar für kleine Konten. Das ist also ein Echtgeldkonto, seht ihr auch, ne? Und wie kommt ihr also jetzt zu diesen Gebühren? Ihr könnt euch natürlich auch über eure Webseite einloggen, also über die Website eures Brokers, oder wie gesagt, ihr geht einfach über die TWS, geht hier oben einfach auf Konto und geht dann hier auf Startseite der Kontoverwaltung. Dann macht sich bei euch eine Seite auf. In dem Fall ist es jetzt bei mir hier von CapTrader, aber wenn ihr jetzt bei Interactive Brokers seid, ist das genau das Gleiche. Wenn ihr jetzt bei Links Broker seid, ist das genau das Gleiche. Und ihr müsst jetzt hier auf Kontoverwaltung gehen, ne? Also ihr kommt hier auf diese Startseite und wenn wir noch kurz rausgehen, müssen wir es nochmal machen. So, ich mache es nochmal ganz kurz auf. Also machen wir es mal ganz von Anfang. Ich hatte es im Vorfeld schon aufgemacht, um euch zu zeigen. Hat zu lang gedauert. So, also ihr kommt hier auf diese Startseite und jetzt geht ihr hier bei Konto verwalten auf Handelskonfiguration und jetzt auf Marktdaten. Übrigens, bei wem das alles Englisch hier steht und der will es lieber Deutsch haben, über diese kleine Weltkugel hier oben könnt ihr das einstellen, ne, eure Sprache. So, Konto verwalten, Handelskonfiguration, Marktdaten. Okay, und dann kommt ihr hier auf diese Seite. Das ist jetzt hier ein Non-Professional-Konto. Das heißt also das, was die meisten von euch auch haben werden, ein Konto für den Privatmann, ne? Oder für die Privatfrau natürlich auch. Wir haben immer mehr Frauen auch bei uns dabei, was ich sehr toll finde. So, es geht um amerikanische Gebühren für Aktien und Optionen in den USA. Deswegen müssen wir hier Nordamerika anklicken. Und jetzt seht ihr hier oben, momentan haben wir zwei Dinge abonniert. Nämlich einmal diesen sogenannten US Value Bundle. Der gibt uns die Geldbriefkurse für die Aktien. Und der gibt uns die Notierungen auch für die Future-Optionen, nämlich für die Seaboard, CME, COMEX und NYMEX. Und das ist ein Wafer, der kostet $10 im Monat, es sei denn, man generiert mindestens $30 Gebühren, dann ist es kostenfrei. Und weiter unten haben wir hier noch das sogenannte OBRA angekreuzt, und zwar, das bietet nochmal Optionsdaten, MX, AK, BATS und so weiter, also von diesem nationalen System der Börsen in den USA, wo man überall Optionen handeln kann, damit man einfach das Smart-System nutzen kann. Ist auch ein Wafer, kostet $1,50 im Monat, es sei denn, man schafft $20 Gebühren. So, das war es bisher. Ihr seht, jetzt ist neu dazugekommen, und zwar, wahrscheinlich fällt dieser Bundle hier einmal raus, dieser Value Bundle, der wird wahrscheinlich rausfallen. Es kann sogar sein, wenn ihr das Video seht, ist er schon rausgefallen. Und dann gibt es nur noch hier oben dieses US Security Snapshot and Future Value Bundle. Bei dem ist es so, das kostet $10. Wir haben von unseren Brokern erfahren, dass auch das wahrscheinlich ein Wafer werden wird. Also auch das, wenn man hier wieder so und so viel Gebühren hat, sind diese Grundgebühren weg, diese $10. Ich kann es aber nicht garantieren, ich weiß es also nicht. Und jetzt ist hier Folgendes, und zwar, dass man hier jetzt Daten bekommt für die CME, das umfasst also quasi alle Future-Daten aus den USA, und dass man auch hier jetzt bekommt die Daten
für die US Equities, also das heißt für die ganzen Aktien, für die ETFs und so weiter. Aber jetzt steht hier oben dieses NBBO, das heißt also National Best Bid Offer, das ist also dieses rotierende System. Das sind jetzt aber nur sogenannte Snapshot Quotes, das heißt also quasi Momentaufnahmen, es sind keine Realtime-Daten. Und will man jetzt noch diese Realtime-Daten dazu haben, kann man Folgendes machen. Entweder man klickt jetzt jedes Mal darauf, dann bekommt man immer für den Moment so einen Snapshot. Das kostet dann immer einen Cent. Seht ihr hier, ne, steht ein Cent. Oder aber, und das wäre meine Empfehlung, ihr nehmt ganz einfach hier unten diesen, bleibt bei diesen Opera Option, US Option Exchange Wafer. Dann habt ihr nämlich die, Realtime-Daten für die Aktienbörsen. Und wenn ihr die Future-Börsen Realtime haben wollt, dann müsstet ihr folgende Dinge noch abonnieren, nämlich Siebel Realtime, CME Realtime, COMEX und NYMEX kosten jeweils $1.25, das heißt in der Gänze $5. So, jetzt rechnen wir mal zusammen, wenn es denn alles so bleibt, wie man das angekündigt hat. Und wie gesagt, wir wissen es noch nicht zu 100%ig, was würde es dann kosten? $10 hier oben für dieses Bundle, $5 für die Realtime-Daten der Future-Optionen und nochmal $1.50 für diesen Wafer hier für Opera, wobei das wie gesagt ein Wafer ist. Also das heißt, wir reden über maximal $16.50, ne? Wenn es denn so ist. Wie gesagt, es kann sein, dass es hier oben auch ein Wafer wird. So, das heißt, letztendlich es wird ein paar Dollar teurer als vorher, aber wer zum Beispiel nur Aktienoptionen handelt, für den ist das ja alles vollkommen uninteressant, ne? Weil der braucht keine Realtime-Daten der CME, der braucht keine Realtime-Daten der CBOT und so weiter. Und deswegen kann man sich das dann auch schenken, da muss man das wirklich nicht zwingend abonnieren. Okay, also wir wissen jetzt, maximal werden also Kosten von roundabout $15 auf uns zukommen. Waren es Euro oder Dollar? Ich glaube Dollar sind es, ne? Ich glaube $15. Und ja, das ist nun mal so, ne? Wir müssen das ganz einfach akzeptieren. Die Börsen haben eben erkannt und auch die Broker haben das erkannt, vor allen Dingen solche groß global agierenden Firmen, die haben erkannt, dass Daten eben mittlerweile ein teures Gut sind. Und jeder nutzt heutzutage Daten, ne? Wenn ihr bei Google seid, wenn ihr bei Facebook seid, wenn ihr bei Twitter seid, wenn ihr hier bei YouTube seid, alle nutzen Daten und es gibt aus meiner Sicht heraus auch keinen Grund, sich so allzu sehr darüber aufzuregen. Denn viele sagen immer, na, da gehe ich wohin, wo es nichts kostet. Ne? Und es gibt einen sehr, sehr schlauen Spruch und der heißt, wenn etwas nichts kostet, dann bist du das Produkt. Ne? Also das heißt, Kosten tut es überall was. Der eine berechnet dir es direkt, der andere nimmt deine Daten und verkauft sie weiter und dann bezahlst du es halt indirekt. Wir müssen, glaube ich, eins ganz klar sehen. Natürlich ist es nicht schön, wenn wir jetzt ein paar Euro mehr hier im Monat oder im Jahr ausgeben müssen. Aber was wollen wir denn überhaupt an der Börse? Wir wollen Geld verdienen. Und da gehört es nun mal dazu, dass wir uns die Werkzeuge zulegen. Und es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, oder es gibt drei Möglichkeiten, ne? Entweder wir akzeptieren es so, wie es ist, oder wir verändern das. Dann müsst ihr einen eigenen Broker gründen oder eine eigene Börse. Das wäre eine super Idee, bin ich dabei. Oder aber drittens, ihr hört auf mit Börsenhandel. Was anderes gibt nicht. Aber dieses Rumgejammer, was ich dann immer höre, ne? Oh, muss so viele Kosten, so. Ja, was willst du denn machen? Ne? Wenn ich Skifahren will, dann muss ich Schnee akzeptieren. Und wenn ich braun werden will, dann muss ich in die Sonne gehen. Das ist nun mal so. Ich kann nicht das eine ohne das andere haben. Und hier ist es genauso. Wir müssen einfach akzeptieren, dass solche Daten Geld kosten, dass es eben nicht alles umsonst gibt. Und wenn einer denkt, da gehe ich zu einem anderen Broker, ne, der verlangt da keine Gebühren dafür. Der verlangt genauso Gebühren dafür, der macht es bloß anders. Ne? Da kann es nämlich sein, dass ihr zum Beispiel, es gibt einen Broker in Amerika, Option House, das ist alles kostenfrei, auch die Trades. Ne? Da bezahlst du keine Tradinggebühren oder nur eine ganz kleine Fee und alle denken, hey, das ist super. Aber überlegt mal logisch, wo kriegt der denn sein Geld her? Ganz einfach, indem er euch in seine eigene Market-Making-Abteilung reinschickt und mit euch die Trades macht und dementsprechend günstig euch das scheinbar anbietet. Hintenrum ist es viel, viel teurer. Oder aber es gibt Broker, die momentan sehr günstige Gebühren anbieten, aber jedes Quartal Verluste schreiben, Verluste schreiben, Verluste schreiben. Rechnet euch einfach aus, wie lange wird das gut gehen und ist euer Aufwand,
dann nicht viel größer, wenn so ein Broker mal pleite geht und ihr alles umswitchen müsst, vielleicht Angst habt, dass er euer Geld wieder bekommt, als wenn er bei einem soliden Broker mal ein paar Dollar im Monat bezahlt, damit ihr Service habt, damit ihr gute Daten habt. Also ich verstehe ehrlich gesagt diesen Aufschrei, diesen Sturm im Wasserglas nicht, weil ich kann nicht auf der einen Seite viel Geld an der Börse verdienen wollen und auf der anderen Seite nicht bereit sein, so etwas zu investieren. Und ich sage euch das wirklich auch als Konsument, weil ich habe nichts davon, ob die Gebühren hoch oder niedrig haben, ich habe da nichts davon, mir ist das egal. Mir wäre es auch lieber, es wäre alles bei Null. Ich weiß aber, dass das in der Wirtschaft nicht geht. Und Börse ist nun mal etwas hochkapitalistisches. Und wer das nicht will, der darf an der Stelle leider nicht mitspielen. Ne? Okay, deswegen, ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt oder auch nicht. Schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und ansonsten wünsche ich euch wieder gute Trades, viel Erfolg an der Börse. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.